Ja, Thomas, ich glaube, nach 95 Minuten können wir mit dem 2-2 zufrieden sein. Wir haben in der letzten Sekunde den Ausgleich gemacht. Erzähl doch mal, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Hatten auch viele Chancen, haben richtig gut offensiv kombiniert auch. Man müsste vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen. Dann machen wir es nicht, dann bekommen wir es leider. Und trotz gute Moral gezeigt dann zum Schluss, der Ivan haut das Ding rein. Ja, unterm Strich, glaube ich, wäre mehr drin gewesen, aber ja, wir nehmen den Punkt jetzt natürlich gut mit. Beim Elfmeter stellt sich Janis, den haben wir nachher noch zum Interview, natürlich ein bisschen unclever an, fährt die Hand aus. Wie nimmt man das eigentlich als Stürmer von vorne wahr oder fehlt da der Blick? Ja, man sieht es halt nicht so gut, aber ich glaube, im Janis kann man keinen Vorwurf machen. Er hat sein erstes Spiel gemacht, hat ein richtig klasse Spiel gemacht, 85 Minuten. Dann passiert halt so eine Aktion, das passiert, dass daraus wieder lernen. Und wir haben das Ding jetzt noch zum Glück gezogen auf und einen Punkt mitgenommen. Also glaube ich, können wir relativ zufrieden sein. Danke dir, Thomas. Hey, komm. Ja, Janis Reus in der letzten Minute den Ausgleich gemacht, also nicht du, aber trotzdem den Ausgleich hat die Mannschaft gemacht. 2-2, bist du mit dem Spiel zufrieden oder wie waren deine 90 Minuten? Also generell bin ich schon zufrieden mit der Leistung, die wir heute abgerufen haben. Ich meine, wir haben in der 94. was den Ausgleich noch erzielt. Das ist Zeug von Mentalität, dass wir uns einfach nie aufgegeben haben, alles gegeben haben und spielerisch, klar, können wir mehr machen. Wir können in der ersten Hälfte schon ein paar Chancen machen. Ich kann da hinten auch mal meine Finger weglassen. Die Frage wäre noch gekommen. Kannst du ja nochmal stellen. Aber ich finde generell, wir hätten mehr verdient gehabt, aber haben gute Mentalität bewiesen und deswegen ein gutes Spiel gemacht. Über die Szene müssen wir natürlich reden. Von außen sieht es so aus, dass er eigentlich schon auf der Torlinie ist, aber du trotzdem nochmal die Hand dran machst. Beschreib doch mal, was geht im Spiel eigentlich dann, sag ich mal, im Kopf vor? Also ist das so einfach eine Reaktion oder? Ich würde es jetzt Reflex nennen. Also wir haben 1-1 draußen, ich versuche ihn zu stellen. Dann, ja, ich weiß nicht, ich glaube, er hat versucht, mich zu tunneln. Und dann fällt ich den Ball ab und er fällt ihm wieder in Lauf rein. Dann hat er, ich glaube, einen Meter Vorsprung gehabt. Oder kam hinter mir vorbei. Dann hat er eingehakt. Also so kam es mir rüber. Und ich wollte eigentlich nur meinen Arm wegziehen. Also ich wollte ihn nicht berühren, aber er zieht weg, hakt ein und dann fällt er. Macht er clever. Kann ich ihm auch mal lassen. Also war dumm von mir. Deswegen, ja. Ja, aber ansonsten hast du ein gutes Spiel gemacht auf deiner Position. Der Trainer hat vor dem Spiel gesagt, es gab ja viel Kritik für die letzten Spiele. Heute hat man, glaube ich, eine deutliche Leistungssteigerung gesehen. Du hast auch die Mentalität angesprochen. Wie war so die Stimmung vor dem Spiel innerhalb der Mannschaft? Habt ihr euch da besonders was vorgenommen? Ja, wir haben uns einfach vorgenommen, das Spiel so zu spielen, wie wir es wollen. Uns nicht vom Gegner leiten zu lassen, sondern unser Spiel durchzuziehen. Und ich finde, das ist uns eigentlich gut gelungen. Und ja, wie gesagt, leidenschaftlich zu spielen, defensiv wie offensiv. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Auch wenn das Ergebnis natürlich schade ist, aber ich glaube, die 90 Minuten haben gezeigt, wir sind da auf dem richtigen Weg. War an sich eine gute Partie, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt. Danke dir, Janis. Danke auch. Ja, Timo, 2-2 nach 94 Minuten. Der Ausgleich fiel in der letzten Sekunde. Wie bewertet man jetzt so ein Spiel? Ja, bewerten tue ich das natürlich positiv, weil die Mannschaft in 95 Minuten in so einer englischen Woche alles rausgehauen hat. Das war von uns vorne klar, dass wir wussten, dass wir gegen die beste Mannschaft in dieser Liga spielerisch, in meinen Augen. Ist eine U23 von den Bundesligisten, die sind alle sehr, sehr gut, top ausgebildet. Und das hat man dann auch heute auch gesehen. Aber trotzdem bin ich unheimlich stolz auf die Jungs, weil sie genau das umgesetzt haben, was wir ihnen vor dem Spiel gesagt haben. In der englischen Woche dann 95 Minuten nochmal so zurückkommen nach einem 2-1 Rückstand. Und von daher glaube ich schon, dass in der ersten Halbzeit wir unheimlich viele Möglichkeiten hatten, wo vielleicht das Spiel sogar 6-4 ausgehen kann, eventuell für uns. Das ist so ein bisschen so ein kleiner negativer Punkt, wo wir sagen, okay, die Torschussausbeute oder die Tore haben wir nicht so gemacht. Aber für mich ist die Mannschaft absolut intakt. Die Jungs marschieren, geben Gas bis zur 95. Minute. Und das ist einfach unglaublich geil, muss ich sagen, die Mannschaft zu trainieren, weil es passt sehr gut. Und von daher sind wir mit dem Punkt natürlich zufrieden zum Schluss. Hätten es vielleicht vorher schon entscheiden können für uns. Aber von daher
So ist es und wir nehmen den Punkt natürlich gerne mit. Das 2-1 für Mainz fiel durch einen Elfmeter. Wir hatten vorher Jannis schon, braucht man ja nicht drüber reden, weiß er glaube ich selbst, dass er in dem Moment vielleicht ein bisschen naiv war. Wie geht man jetzt in den nächsten Tagen damit um? Muss man so einen jungen Spieler jetzt noch im Nachgang aufbauen oder ist da am besten abhaken und ab ins Training? Also wir haben ja den Jannis jetzt gerade schon aufgebaut bei der Auswechslung. Das war jetzt gar nicht gegen Jannis, dass er irgendwie einen Fehler gemacht hat zum Tor, sondern wir wollten einfach umstellen auf eine Dreierkette. Das haben wir dann gemacht. Jannis hat sich entschuldigt. Das ist wirklich unglaublich, weil es einfach ein super Junge ist. Es sind alles gute Jungs, aber man merkt, er ist jung, er will das Beste machen. Das hat er auch gemacht heute. Und von daher, wir haben ihn aufgebaut und Zacho hat den in der 95. Minute dann noch über die Linie gedrückt. Von daher, das ist eine Mannschaft, wir machen zusammen Fehler, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, das haben wir noch nicht. Ja, wir sind immer noch ungeschlagen und das müssen wir auch mal erwähnen, weil die Jungs da einfach einen riesen Job machen und das muss auch mal gesagt werden. Ich glaube, gute Worte zum Schluss, besser kann man es nicht beschreiben. Danke dir, Timo. Wir sehen uns am Freitag zum nächsten Spiel. Danke dir. Danke.